Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Topftier, heute mit einem etwas anderen Replay. Und zwar, ihr habt das sicherlich mitbekommen, Wargaming hat am 1. April natürlich ein paar Aprilscherze rausgepackt, wie zum Beispiel den Regenbogenreisekoffer, den jeder als Artillerie bekommen hat, nachdem er 10 Kills erfarmt hat. Allerdings möchte ich euch auf einen eher bösen Aprilscherz hinweisen, den sich Wargaming erlaubt hat. Und zwar hat Wargaming diesen Panzer hier am 1. April verscherbelt um 100 Euro. Und diejenigen, die The Mighty Jungles hin und wieder schauen, wissen ganz genau, welcher Panzer das ist. Und zwar ist es der Panzer 2 Ausführung J, der am überpowersten Panzer überhaupt, den es momentan in diesem Game gibt. Der einzige Balancing-Faktor ist, dass das Ding eine extrem beschissene Kanone hat. Kommt fast bei keinem Zweier und Dreier durch, wenn man nicht unbedingt Gold feuert. Dieses Ding ist wirklich nur ein Gold-Spammer schlechthin. Aber was macht dieses Ding eigentlich so gefährlich für diejenigen, die das Ding nicht kennen? Das Ding hat eine Panzerung wie ein KV-1 und hat dazu noch Premium Matchmaking. Und zwar hat dieses Ding nur Tier 3 Matchmaking. Das heißt, das sieht nie etwas anderes als Tier 3 und 2 Panzern. Ganz, ganz selten vielleicht mal ein Tier 4 Panzer, wenn er in einem Platoon ist. Und das macht dieses Ding natürlich ganz, ganz gefährlich, weil es fast nichts gibt, was dieses Ding irgendwie beschädigen kann. Und schauen wir mal ganz kurz, was dieser Panzer 2J denn jetzt wirklich so machen kann. Unser heutiger Gast ist Chairman Milo. Und ihr seht schon, auf der Seite seines Panzer 2Js hat er eine kanadische Flagge. Also ist es anzunehmen, dass er eben Kanadier ist. Und hat natürlich auf die Seite seines Panzers Brunhild draufgeschrieben. Diese nordische Heldin. Natürlich hat er auch Camouflage oben und wie ihr seht, Loadout Los 100 geht's! Standard AP Shells und 300 APCR. Das ist einfach normal. In diesem Panzer ladet man mehr Gold als normale Munition. Und ja, was ist sonst zu sagen? Es ist natürlich die Map 1, das Matchup interessanterweise relativ ausgeglichen, 49%ige Winchance. Auch wenn das gegnerische Team ein paar Weiße hat und auch die restlichen Spieler nicht so sonderlich toll sind. Und ja, normalerweise der Panzer 2J ja eigentlich überhaupt nicht zu bekommen gewesen bis eben zum 1. April. Es sei denn, ihr habt drüben in der Ukraine und in Polen hat man eine Hardcopy von World of Tanks kaufen können für, glaube ich, 80 oder 90 Euro. Also tatsächlich noch eine CD zum Kaufen gehabt. Und dort waren zwei Bonuscodes drinnen. Eben der eine Bonuscode für den BTSV, das UFO der Russen. Ebenfalls ein Tier 3 Panzer mit Premium Matchmaking. Ich glaube, dieser sieht auch Tier 4 Panzer, aber durch die Abwicklung der Rüstung extrem Wir haben sie fies. nicht mal angekratzt. Der ging Jetzt seht ihr nicht schon, er durch. versuchte den Tier 18 zu treffen, hat hier nur ein paar Schüsse gelandet und das mit der Goldmunition. Der ging voll durch ihre Der Panzerung. T1E6 Premium Panzer, den sie mal Wertungstreffer. verschenkt Der haben, ging. haben wir Gewehre schon hat jetzt zum Glück unvernichtet. ausgeschaltet. Auf jeden Fall, der Panzer 2J war der andere Premium-Panzer in diesem Paket und Ziel jetzt ist das erfasst. erste Mal wirklich Der zum ging Kaufen voll durch gewesen. ihre Panzerung. Der Der ging BTSV, ja, voll durch zu ihre Weihnachten gleich Panzerung. zweimal im Laden Der gewesen. ging. Wir haben sie. Also sich hier bereits einen zweiten Kill gesichert und bereits über 300 Damage. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Hat der Panzer Panzerung. 4A hier Der ordentlich ging Damage voll gemacht. durch ihre Panzerung. 76. Wir haben sie böse erwischt. Schießt nicht auf ihn, sondern Der auf ging ihn, voll was durch ihre hinter ihm. Panzerung. Schwerer Fehler meiner Meinung nach. Wirkungstreffer. Diese Wir haben sie nicht 76 mal ist nämlich einer der angekratzt. wenigen Panzer, Der die ging dem voll durch ihre 2J hier mal Panzerung. wirklich einen Schaden Wirkungstreffer. machen könnte, Geht aber durch. Erwischt. Milo beseitigt hier diese Gefahr. Als nächstes das Duett. Das Duett ist natürlich ein einfaches Opfer für ihn. Und wenn ich mir jetzt so die gegnerische Aufstellung ansehe, ist eigentlich, glaube ich, nur noch der LTP und der T127 in der Lage, Wirkungstreffer. ihm vielleicht Durch Schaden ihre zu machen. Panzerung. Ging nicht durch. Erwischt. Hier zu Tode gerammt. Und der tatsächlich noch keinen Schaden gefressen. Jetzt der T127, das könnte interessant werden. Ziel Wenn der erfasst. T127 Der wenigstens ging voll ignorieren durch wird. ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch Jetzt ihre der LTP. Panzerung. Wir haben das Aber Ziel das Match verloren. ist schon entschieden. Der ging voll durch ihre Panzerung. Es ist Der wirklich ging so, es voll gibt durch ihre eigentlich nichts mehr, Panzerung. was diesem Panzer Strauß. 2J jetzt noch irgendwie schaden könnte. Das ist Wir wirklich ein haben sie. böser, böser Abfallscherz, dass Wargaming dieses Ding zum Verkauf freigeben hat. Ich meine, es war ein Paket um 100 Euro mit 30.500 Wir haben Gold sie dazu, nicht mal aber angekratzt. dieser Der ging Panzer voll durch ist ihre einfach so Panzerung. fies. Wirkungstreffer.
dass der einzige wirkliche Balancing-Faktor eigentlich der war, dass man das Ding eigentlich nie gesehen hat in dem Spiel. Ihr seht schon, über 1000 Damage jetzt bereits, hat gerade ein kleines bisschen Damage erhalten, aber es ist jetzt eh gleich vorbei. Es ist nur noch der Panzer 4A übrig und auch den wird er sich jetzt gleich holen. Ja, es ist lächerlich eigentlich. Und das war's. German Milo hier in seinem Panzer 2J entscheidet das Match mehr oder weniger allein. Ich glaube, es hätte nicht mal etwas gemacht, wenn das restliche Team aufgeraucht wäre. Er hätte das Ganze wahrscheinlich noch mehr oder weniger ganz easy allein geschafft. Aber betet, Leute, betet, dass ihr diesen Panzer nie in einem Tier 3 Matchup über den Weg lauft. Ansonsten habt ihr das Match schon fast zu 100% verloren. Das Ding hat nämlich eine Win-Ratio von über 67% im Schnitt. Durch alle Spiele hinweg hier also. Ja, ich keine Ahnung, was ich Wargaming dabei gedacht habe, das Ding zum Verkauf freizugeben. Muss auf jeden Fall wirklich ein schlechter Scherz gewesen sein. Der einzige Schwachpunkt, den dieser Panzer hat, ist dieses runde Lukenteil an der Seite des Panzers, das man hier gerade relativ schön sieht. Aber trifft das Ding einmal. Das ist wirklich wahnsinnig. Und vor allem die Mobilität von diesem Panzer ist ja auch nicht so schlecht. Und ja, keine Ahnung. Sehr toller April-Scherz Wargaming. Da muss ich fast klatschen. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen, Leute. Ich werde später am Abend noch ein Video hochstellen. Das sollte nur so ein kurzes Spaßvideo werden. Und ja, wir sehen uns dann später, Leute. Tschüss.